Sidon. Mit einem großen Applaus kommt zu uns in die blaue Ecke, making his way to the blue corner, Juan Rodolfo Jurales. Back on the way, ladies and gentlemen. Cruiserweight contest coming up. Juan Rodolfo Juarez from Argentina makes his way to the ring. Currently with a record of 20 wins and 6 losses. The big man can bang as well. 14 KOs coming in those 20 victories. He can also be knocked out as well, so this could be exciting. 4 stoppage defeats in his 6 losses. Und meine Damen und Herren, kommt zu uns in die Rotecke, making his way to the red corner, the one and only Firat Aslan! So here comes the former Cruiserweight World Champion, Firat Aslan of Germany. Believe it or not, he's 51 years old. Looks absolutely fantastic for his age, to be fair. And especially after you've had 63 professional fights, a lot of them being at the very highest level. Been there with some of the very best, Marco Hook, twice. Most recently out against Tony Dees in March of this year. Das Gewichtslimit 90,7 Kilogramm. Ich darf Ihnen zuerst die Offiziellen vorstellen, the Officials. Supervisor aus der Bundesrepublik Deutschland vom BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, ist Volker Grill. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, should this fight go the distance, the 3 scoring judges are. René Fiebig, Rustam Rahimov und Helmut Ranze, alle 3 aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. The Fighter in the Blue Corner. 33 Jahre alt, brachte gestern am 98,9 Kilogramm auf die Waage und misst 1,86 Meter. Er ist Profi seit 2014. Sein Kampfrekord: 26 Kämpfe, 20 Siege, 14 Mal gewann er durch K.O. All the way from Buenos Aires, Argentina, Juan Rodolfo Juarez. And now, ladies and gentlemen, the red corner. 51 Jahre ist er jung, brachte gestern am Wiegen 90,5 Kilogramm auf die Waage und misst 1,82 Meter. Er ist Profi seit 1997. Sein Kampfrekord beeindruckende 63 Kämpfe, 51 Siege, 36 Mal gewann er durch K.O. Er ist der ehemalige WBA-Weltmeister, WBO-Europameister im Cruisergewicht und seit über 15 Jahren in der Weltspitze aus Köppingen. The one and only Firat Aslan. Der Ringrichter dieses Fights ist Andreas Schweiger aus der Bundesrepublik Deutschland. Okay, it's that fight. Watch your head, break, let's stop boxing, let's attack. Good luck. Ten rounds of the Cruiserweight Division, 10 rounds in Cruisergewicht, second round, ring five, Runde 1, round 1. So here we are, ladies and gentlemen, 10-round Cruiserweight contest. Firat Aslan, in fact, ranked at number 6 by the WBA. And it's Aslan in the black shorts. Juarez in the Boca Junior coloured shorts of royal blue and yellow. Juarez goes to the body. Aslan looking to establish that jab. Aslan with a tight guard walking forward. So
So Arslan, a former world champion, quite the career. First one, the full world title against Virgil Hill in Dresden. Won European titles, lots of regional titles as well. Interesting to see if he can have a crack at it once more. By all accounts, no noise of retirement yet from the wily old veteran, Virat Aslan. So halfway through the first round, Aslan with the high, had that high guard pretty much the whole round. Just waiting to pounce. Juarez staying busy. Hasn't really seemed to bother Aslan so far. Attempts the uppercut. Just kind of makes his way through the guard, but not really. He's not going to bother Virat Aslan, as tough as they come. Virat with big record of 51 wins, 9 losses and 3 draws. 36 KOs to his name. KO percentage of just over 57%. Juarez ripping in hooks to the head, then body. Nice shot there from Aslan on the inside. A little left hook. Juarez coming forward with the jab. Final few seconds of round number one. That brings an end to the first round. Not too much to write home about from either corner. So some replays for you here. There's that good shot from Virat Aslan with the left hook. Decent uppercut. Seems to be the plan for Aslan in this fight. Come up with this huge, huge arms of his. Round number two. So this one's scheduled for 10, ladies and gentlemen. So big opportunity for Juarez. If he can pull off a win here on away soil, find himself ranked towards the higher echelons of the WBA world rankings. Aslan with a good shot to the body. The uppercut and then went around the side of the guard. Juarez coming forward with some shots. Don't really seem to be bothering Aslan whatsoever. Seems to have almost zero respect for the power of the Argentine. That's a good little shot there to the body from Juarez. Little uppercut again from Aslan. Again, trying to find his way around the guard, and the two almost mirroring each other at times. Combination to the body from Virat Aslan. Shot upstairs. Virat Aslan fans in the building this evening. Uppercut, and it goes to the body. Then tries another uppercut, Virat Aslan. Juarez having some success, and Juarez wincing slightly there as he takes his shot to the body. Ducks under the left hook from Virat Aslan.
Aslan put combinations together on the body. Ooh, good job. Down goes Juarez. Methodical work there from Fira Aslan. He had him hurt about 30, 40 seconds ago, and here comes Aslan. Aslan, he smells blood. Another good shot to the body. Juarez treading gingerly on his toes, to say the least, at the moment. And he's almost down again. Big shot to the body. Uppercut. Oh, Juarez. Juarez in a world of trouble at the moment. Aslan to the body again, and that's the second knockdown. Juarez still trying to recover, and the towel comes in. Fira Aslan takes the victory. Juarez wanted to continue, and the referee sees the towel and calls it off. Wanted to make a decision himself. Great performance from Fira Aslan. Pick it up, his 52nd victory. Fira Aslan. And a great performance there from the 51-year-old. So here's the replays. He had Juarez in a world of trouble. There's the first knockdown. Respect to Juarez, trying his best to carry on. That was the first knockdown. Juarez coming forward. Despite the problems, and here he was in a world of trouble, doing his best to stay on his feet, and his legs just buckled beneath him. And there came the towel. Fantastic stuff, ladies and gentlemen. Hope you're enjoying the International Legacy Boxing Series here from Wuppertal, Germany. Interestingly enough, Mike Perez, who is with the Legacy Boxing Stable, holds the 7th place in the WBA rankings, just behind Fira Aslan, who holds number 6. Arsene Goulamarian, the French-Armenian fighter, holds the super title. Riyad Mehri of Belgium holds the world title. Das offizielle Urteil. Wir haben einen Sieger durch TKO in Runde 2. We got a winner by TKO in round number 2. After 2 minutes and 32 seconds, nach 2 Minuten und 32 Sekunden. Aus Köppingen, the one and only, Fira Aslan! There it is, ladies and gentlemen. Fira Aslan has his hand raised. Nice sportsmanship there, opening the ropes for his opponent. We're going to hear a few words from the former champ now. Firat, herzlichen Glückwunsch, 51 Jahre, stehst stramm im Sturm, topfit und dann durch TKO gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wie fühlt es sich an? Ich danke erstmal dem lieben Gott für die Kraft, die er mir gibt, für die Ausdauer, die er mir gibt, für den Willen, den er mir gibt und die Gesundheit vor allem. Ich bedanke mich bei allen, die es den weiten Weg hierher gemacht haben und auch den Einheimischen hier und den Veranstaltern vor allem Dankeschön für diese super Kulisse hier zu boxen. Wirklich ein Traum. Jetzt boxe ich über 34 Jahre in so einer schönen Kulisse, habe ich noch nicht geboxt. Hätte mir gewünscht, dass noch mehr Zuschauer, aber vielleicht kommen noch zum Hauptkampf welche. Ich fühle mich gut. Ich will nächstes Jahr noch einen großen Kampf machen und dann sind die Jungen dran. Du hast es gerade angesprochen, super Location, gut gekämpft heute, du bist 51, warst WBO-Europameister, WBA-Weltmeister im Cruisergewicht. Was treibt dich denn noch an? Mich treibt dann einfach zu zeigen, wenn man will, was man als erreichen kann. Ich habe mit 18 angefangen, die haben alle gelacht, kein Talent, viel zu spät. Ich habe 19 Jahre gebraucht, ich wurde Weltmeister. Jetzt bin ich seit 17 Jahren, seit 2005 in der Weltspitze, immer noch bei dem größten Weltverband Nummer 6.
Und ich danke dem lieben Gott dafür, aber ich bin auch sehr, sehr fleißig. Ich arbeite hart. Und ich muss echt sagen, ich will keine großen Sprüche klopfen. Ich versuche nur einen großen Kampf zu machen. Wenn ich ihn bekomme, gut. Wenn nicht, auch okay. Ich habe meinen Traum gelebt. Absolut. Kann man da schon vorausblicken? Dein Applaus. Kann man denn schon vorausblicken, was für ein großer Kampf ansteht? Habt ihr schon was im Planen? Es sind schon Gespräche. Mein Manager Dennis Kemici Serrano arbeitet dran mit meinem Team. Ted Lagner, alle, wo hier sind. Sedat Kitsch, Ahmed Alper, Duran, das ganze Team. Ich bin so froh. Vor allem meine Frau, Dilek Garslan, die heute auch hier ist. Die hält mir so den Rücken frei, trotz drei kleinen Kindern. Ich bin ihr einfach dankbar. Und ich werde alles geben im Mai. Wir wollten im November, aber Corona-bedingt trauen wir uns nicht, eine große Veranstaltung zu machen, weil wir nicht wissen, was das Gesetz macht. Und was überhaupt mit Corona kommt. Wir wollen im Mai ein Riesen-Event machen in Göppingen, in der WS Arena vor 6.500 Zuschauern. Das haben wir schon öfters gefüllt und das möchte ich nächstes Jahr im Mai. Und da soll es einen großen Kampf geben, aber wie gesagt, wir werden abwarten müssen.